Dann könnte ich meine Spidey nutzen? Nee, kann ich nicht. Weil Spidey hier noch irgendwo steht, ne? Wo ist Spidey? I don't know. Drin runter? Das ist übel. Wechsle die Position. Wo genau geht's hier nach unten? Da hinten, oder? Ja, kann das nicht. Blind. Rücke vor. Ich weiß nicht, wo meine Spinne ist. Jetzt runter. Die kann ich nicht hacken. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Dann musst du einen anderen Weg hineinfinden. Verstehe ich immer noch nicht, dass ich denen in den Kopf schieße und die noch leben. Wir sind schon länger dran im Flur und Kellerleitungen. Flur und Kellerleitungen auszutauschen. Das hing jetzt ewig ein Kabel vor meiner Tür. Gestern ruft mich die Firma an, die müssen in meine Wohnung. Meine wäre die einzige, die noch fehlt. Wir haben da jetzt Zeug gemacht, als ich fertig war, meinte der eine, dass die Hausverwaltung jetzt nach und nach die Wohnungen komplett sanieren will, wenn die Leute ausziehen. Da gibt's keine Info von deinem Vermieter? Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn er das sanieren will, aber dann muss er es halt so machen, dass... Na gut, das Ding ist halt, er will die sanieren, damit er sie später teurer weitervermieten kann. Aber ich... Das ist ja das, vor dem ich Angst habe jetzt, wo hier der Eigentümer gewechselt hat in meinem Haus. Ach, guck mal, wer da ist. Geh mal mit. Dass die jetzt hier nämlich auch irgendwas vorhaben und einen rausekeln oder so. Und das ist das, was ich halt dann meine, ne? Wenn du dann gezwungen bist, auf Druck, gut gemacht, dir eine neue Wohnung zu suchen. Bis dann, Susi. Aber es ist auch interessant, dass du das quasi von den Handwerkern erfährst, was der Vermieter vorhat. Ganz normal ist das auf jeden Fall nicht. Leute? Oh. Sehe ich gar nicht ein. Ich werde mir am Wochenende mal Gedanken dazu machen und dann rufe ich dann nächste Woche an. Können wir da gefälligst einen Kasten oder irgendwas drumherum bauen? Ja. Es ist ja nun wirklich nichts, was du wolltest, ne? Also.
Ich jag den Scheiß hoch und halte Mary Kelly auf. Irgendwelche Einwände? Das ging aber schnell. Überlade die Server. Ah ne, warte, das geht so nicht. Ich habe ja jetzt hier deaktiviert. Dann können wir ja jetzt so laufen. Wie komme ich da rein? Oh, ich sehe da oben was. Muss ich das jetzt wirklich da oben reintreffen? Oh, warte mal. Julia, guck mal. Hä? Aber wo genau hängt's jetzt? Ah. Wir müssen hier irgendwie Strom durch die Leitung kriegen. So. Das sollte genügen. Ist das gut, dass ich hier unten bin? Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Gans ist im Backofen. Brüller, kommt jetzt noch was Hilfreiches? Verlasse besser den Bereich, bevor dir dasselbe passiert, okay? Wie kommt man jetzt hier schnell raus? Da? Suchen wir den Bastard. Drohne, Suche starten. Wir haben genug, Detzek. Ich gehe jetzt zu meiner Kontaktperson im Büro des Kronanwalts. Ich darf keine Zeit verlieren. Mary Kelly ist endlich erledigt. Danke. Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Okay, super. Und was jetzt? Wir lassen die ganzen Leute, die noch in der Gewalt der Kellys sind, nicht einfach im Stich, oder? Mary Kelly wird jeden Moment realisieren, dass ihre persönlichen Sklaven keine mehr sind, sondern eher potenzielle Zeugen. Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Mag ja sein, dass das brandschutztechnisch saniert werden muss. Davon hat er auch irgendwas gesagt. Aber es. Ja, vor allem, wenn du jetzt dort einfach so ein Kabel in der Wohnung hast, was ist denn daran brandschutzkonform? Also, so blöd wie es klingt, ich arbeite ja nun tatsächlich selber im Bereich Brandschutz.
und weiß so ein bisschen, was da in Deutschland die Regelungen sind, brandschutzmäßig. Ein dickes Kabel einfach so in der Wohnung ist nicht brandschutzkonform. Du hast mir, glaube ich, ein Foto geschickt, ne? Hä? Vor allem ist ja das Kabel noch nicht mal... Ist ja nicht mal was drauf am Ende. Keine, da wird vielleicht jetzt noch keine Leistung drauf sein. Aber what the hell? Da ist ja nicht mal irgendwie versiegelt. Oder so. Toll, ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Man hat beim Abgang ihre große Geschütze mitnehmen gehen lassen. Hilft uns das was am Ende? Ich will mir das mal kurz angucken, Chat. Wir fahren kurz Auto. Hab da jetzt gerade kein Schnellreisepunkt. Und da stehen Autos. Oh. Steht aber auch Albion. Das Auto nehmen wir schon mal nicht. Laut CTOS ein Anarchist. Wo kommt denn bitte dieser Titel her? Tolstoy Incorporated. Ist ja fast so, als hätten Anarchisten eine Ideologie, die ungeprüfte soziale Konstrukte in Frage stellt. Zum Beispiel, was einen Beruf ausmacht. Ich wollte zwar eigentlich Main Story machen, aber ich weiß nicht, ob uns tatsächlich vielleicht jemand mit großem Geschütz am Ende helfen kann. Gucken wir uns mal an, was der so für Fähigkeiten hat. Ich meine, die werden uns ja dann natürlich nicht ohne Grund vorgeschlagen, die potenziellen Rekruten. Natürlich hinter zwei Albion. Ich weiß nicht. Erzähl deine Geschichte beim Laufen. Ich habe keine Zeit. Okay, erzähl deine Geschichte beim Laufen. Na, und wo laufen wir hin? Reizender Kerl, nicht wahr? Vielleicht hat er größere Sorgen als uns. Albion ist ihm auf den Fersen. Der GPS-Verlauf zeigt eine Reihe von Datendiebstählen an von ihm besuchten Orten. Wenn das kein Job für DedSec ist, dann weiß ich auch nicht. Verstanden. Ich habe einen Albion-Officer vom letzten Diebstahl gefunden. Du kannst die Optik nach Informationen durchsuchen. Albion ist ihm auf den Fersen und er sitzt einfach hinter zwei Albion. Ich sage nix. Was? Wo soll ich denn jetzt hin? Gucken wir mal, ich hoffe, vielleicht ist es nicht so eine aufwendige Mission. Ich bin da. Dieser Albion-Schwachkopf hat die Optik im Mithörmodus gelassen.
Hat wohl den Gegenspionageunterricht in der Faschistenschule geschwänzt. Vielleicht ist da was über unsere Zielperson drauf. Ausgezeichnet. Holen wir uns die Daten. Das ist er nicht. Warte mal, aber ich guck doch in Richtung Zielperson. Oder nicht? Hab ihn. Ah. Welcher davon? Was ist jetzt wieder los? Das Spikes-Ding blockiert mich. Ich werde es melden, weil die wollen sicher, dass du das alleine hinbekommst. Natürlich sind wir außer Reichweite. Mann, ich fühle mich, als wäre ich zum Babysitten hier. Gehst du irgendwo hin, wo eine Kamera in der Nähe ist? Das wäre ziemlich nice. Setz die Drohne außer Gefecht. Das reicht nicht ganz. Findet raus, wer dahinter steckt. Drohne, Suche beginnen. Verdammt, wo ist der hin? Ja, ja, gut gemacht. Mach dich aus dem Staub. Dann sehen wir uns an, was du gefunden hast. Wie ich's mir dachte. Hör dir das mal an. Hast du das Drogenversteck gefunden? War genau da, wo du gesagt hast. Was ein Glück, oder? Siehst du, kein Grund zur Sorge. Wir haben die Sache in der Hand. Die Ware wird immer dort sein, wo sie gebraucht wird. Was für ein erbärmlich schlechter Versuch in kodierter Sprache, nicht wahr? Der Mann, hinter dem wir her sind, wird nicht von Albion gejagt, sondern schiebt Beweise für sie unter. Wir sollten mit ihm reden. Bagley, verschaff mir ein Treffen. Ja, habe ich gelesen. Schwabbel testet das heute auch, deswegen streamt er heute. Eigentlich hat er Dienstag ja frei. Aber ich sag's dir, auf X ging's ja sofort los. Ja. Sag mal, habt ihr nichts gemacht, Junge? Zieh dich! Sag mal, geht's noch? Die Killer auf X sofort wieder. Ja, dann wird das so sein, dass die Survivor den Killer einfach um den Haken loopen. Dann sterben die ja nie. Und mimi. Weißt du, die Killer bei DBD, das sind solche Mimosen. Aber DBD hat natürlich tatsächlich bedacht, dass es natürlich sein könnte, dass dann Überlebenden auf die Idee kommen, die loopen den Killer einfach um den Haken. Dann wird die Zeit aber nicht verlangsamt. Sobald der Killer quasi in der Jagd ist am Haken, dann ist das, zählt das nicht als Campen. Da hat DBD tatsächlich schon dran gedacht, aber wie gesagt, die Killer erstmal alle heul, mimimi. Also. Was willst du? Du hast für Albion fingierte Beweise platziert. Erklär das bitte. Ich hatte doch keine Wahl. Diese Söldner haben mich in der Hand. Sie haben irgendwelchen Schmutz ausgegraben. Und wenn jemand den Schmutz für dich beseitigen würde? Wer auch immer das tun würde, müsste in eine Albion-Anlage einbrechen und ihre Daten löschen. Ich würde demjenigen mein Leben verdanken, aber das macht doch niemand. Oh nee. Ich dachte, die Mission ist vorbei. Wir sollten ihm helfen. Vielleicht schließt er sich dann an. Albion speichert empfindliche Daten wie diese auf getrennten Servern. Wenn wir die Festplatten löschen, löst das sein Problem und schiebt dieser Beweisintrige einen Riegel vor. Okay. Gut, schick mir den Standort. Survivor zu stark? Ich weiß nicht. Also so blöd, wie es klingt.
Ich habe letztens 4 Runden Doktor gespielt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich weiß nicht, wo die Survivor zu stark sein sollen. Es kommt natürlich sicherlich mit drauf an, wo du gerankt bist. Natürlich hast du dann vielleicht auch schon mal stärkere Survivor. Und du kannst auch so mal Runden erwischen, wo die Survivor dich halt einfach zerlegen. Aber deswegen sind ja nicht alle Survivor grundsätzlich viel zu stark. Ich glaube, du könntest den Killern bei DBD sogar sagen, hier, ihr könnt ab sofort zu zweit spielen. Zu zweit als Killer. Und trotzdem würden die rummeckern, weil wieder irgendwas nicht passt. Ich glaube, den Killern bei DBD kannst du es nicht recht machen. Klar, Albion Hochburg, kein Problem. Hier müsste Albion die entsprechenden Daten lagern, mit denen sie unsere Beweisfälscherin erpressen. Bleib stehen! Für jeden Vorfall in Alarmbereitschaft. Okay, das ist schon mal ein Schlüssel. Oh, da ist auch jemand, das ist ungünstig. Chat, ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie wir das machen sollen. Auf diesem Server findest du das belastende Material, das Albion zu unserer verbündeten Person hat. Liegen halt auch Drohnen rum. Wenn wir die Spinne hier hochwerfen. Die sind gerade unsichtbar. Die Security hat dich bemerkt. Sie schicken dir ein paar Schläger.
Außer Reichweite, dein Ernst jetzt? Geh hoch! Ich muss echt sagen, ich hätte den Rekruten wirklich gern. Aber... nee. Tut mir echt leid. Ich hau ab. Ich mach Main Story. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ohne dem. Wie weit müssen wir denn noch? Können wir bitte nicht mehr gesucht werden? Jetzt. Gut, nee, sorry. Wir machen Main Quest. Das ist mir gerade zu anstrengend. Diese Rekrutierungsmissionen sind halt echt... boah. Immer. Okay. Wir konfrontieren Mary Kelly. Okay. Mal sehen, was du versteckst. Ich glaube, danach müssen wir noch mal kämpfen. Hm. Love it. Mary wird vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste aufräumen und sie kontrolliert noch die Mikrochips in ihrer Nähe. Wir müssen sie im Sicherheitssystem deaktivieren, wenn nicht alle sterben sollen. Super. Oh, so komme ich nicht rein, ne? Ist zu weit weg, das Fenster. Hier waren wir übrigens schon mal. You remember? Das bringt uns einfach nichts.